Als Konsequenz aus der NSA-Späheraffäre wollen Deutschland und die USA gegenseitige Spionage per Vertrag ausschließen. Das erklärte Kanzleramtschef Ronald Pofalla am Montag nach einer Sondersitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums in Berlin. Die US-Seite hat uns den Abschluss eines No-Spy-Abkommens angeboten. Ich habe deshalb den Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes gebeten, dieses Angebot aufzugreifen und noch in diesem Monat mit den Verhandlungen zwischen dem BND und der NSA zu beginnen. Der CDU-Politiker sieht allein das Angebot als Beleg dafür, dass die USA das Recht in Deutschland nicht brechen. Dieses Angebot könnte uns niemals gemacht werden, wenn die Aussagen der Amerikaner, sich in Deutschland an Recht und Gesetz zu halten, nicht tatsächlich zutreffen wird. Dem SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier verweigerte die Regierungskoalition einen Auftritt vor dem Geheimdienstausschuss, wo er sich gegen Vorwürfe rechtfertigen wollte.